So, dass wenn das einfach durchläuft, stinknormales Programm, da kannst du nicht mal stoppen oder so. Das heißt, wenn du mal kurz, was du dich weg willst, kriegst gerade einen Anruf, musst du auf die Toilette oder sonst irgendwas, dann kannst du nicht Pause, da gibt's keinen Pauseknopf. Das läuft einfach weiter. Deshalb hält man das meistens immer an bis zur Werbung oder so, oder schiebt's auf bis zur Werbung. Ja, eigentlich wollte ich noch mal anrufen, aber komm, warte ich bis zur Werbung. Oder so eine Art. Und, naja, YouTube kannst du halt stoppen zwischendrin. Kannst stoppen, kannst was anderes machen, wenn es so aussieht, ja, okay, wird langsam spät, müsst langsam mal pennen gehen, dann, ja, komm, guck ich morgen weiter hier. Weiß ja ungefähr hier bei dem Part, war ich hier bei 7 Minuten, weiß nicht, Moment, nee, weiter angucken ist nicht drin, guck ich halt morgen weiter. Wenn ich dann morgen am nächsten Tag dann einloggst und so, ach ja, genau, hier, ich wollte ja noch die Folge gucken hier, warte, wo habe ich angefangen, da, war ja ganz okay, aber gestern war ich dann doch ein bisschen müde. Wo war ich hier stehen geblieben? Hier, 7 Minuten, irgendwas, gehe ich hin, scroll rein. Ach genau, das war das. Ja, jo, jo. Und dann weißt du ganz genau, was war, und kannst sofort weitergucken. Das ist halt der Vorteil. Stoppen, zurückspulen, vorspulen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt teilweise schon Fernsehmodule, mit denen man das auch hinkriegt, aber. Oder Receiver, die das mit aufzeichnen, dass das gedenkt. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht sonderlich aus, aber. Wozu? Okay, brauche ich mich gar nicht aus, kenne ich scheue eh kein Fernsehen, in der Regel nicht. Nein, nein. Ich habe mal einen Fernseher bei mir im Zimmer hier stehen gehabt, vor einer gewissen Weile auch noch. Aber der so verstaubt irgendwann. Ich habe den nie gebraucht, vor allem weil der auch defekt. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich glaube ein Jahr später, als ich es mal ausprobieren wollte, der stand schon ein Jahr hier. Und erst später mitgekriegt, oh, der ist ja kaputt. Und ja, halt ein älteres Gerät. Deshalb, ne, merkt man was. Also ich schaue generell ziemlich wenig Fernsehen. Ich würde mal sagen, das letzte Mal jetzt war an Silvester, wo ich mich dann doch mal dazu gesetzt hatte. Was lief da hier? Ach, keine Ahnung, irgendwas. Nee, genau. Meine Eltern haben die Chartshow oder was geguckt. Läuft ja jedes Mal. Ist auch lustig, die drehen das ja vor. Die drehen das ja nicht an Silvester, weil ich glaube, an Silvester hat jeder von denen was anderes zu tun, als zu arbeiten. Deshalb feiern die, glaube ich, schon mal ein paar Tage vorher das Ganze einmal durch. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es einfach genau die gleichen Sendungen vom letzten Jahr sind, also vom vorherigen Jahr. Weil irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern gucken das immer dauernd oder nur an die Chartshow. Weiß ich nicht. Na egal. Auf jeden Fall ist es dann in diesem Falle nicht, also Doppelfall. Ach ja, und YouTube halt, ne? Vor allem in YouTube hat man die Möglichkeit, Feedback in Form von Kommentaren zu hinterlassen. Das geht woanders nicht so leicht. Fernsehen muss man es einfach angucken und jo, fertig. Kannst du keinen Kommentar in das Video schreiben, kannst du nicht sagen, ob sie irgendwie gefallen hat, was, ob sie nicht gefallen hat oder irgendwie in irgendeiner Feedback, sonstiges Feedback geben. Du kannst auch nicht, ich sag jetzt mal, Kontakt allgemein treten mit dem Produzenten. Ich nenn's jetzt mal Künstler. Oder Ersteller des gesamten Contents. Also wenn du dann eine Reportage oder so siehst und hättest eine Frage oder so dazu, das geht nicht. Das kannst du dir auf YouTube bringen. Du kannst mir einfach eine Nachricht schicken, gehst auf Kanal, ja, hier, Spark hat Phoenix, ja, der guckt jeden Tag sein Postfach rein. Gehst du hin und tippst, ja, hey Spark. Ja, was kriegen wir nochmal für Nachrichten? Also in der Regel, ja, ach genau, hier, hey Spark, ich habe auch mit Let's Plays angefangen. Könntest du vielleicht mal auf meinen Kanal schauen, mir ein bisschen Feedback geben? Dann betrefft runter, hey Spark. Könntest du mir vielleicht ein bisschen Feedback geben? Ich habe einen neuen Kanal aufgemacht. Und dann drunter, hey Spark, ich mache jetzt schon seit 2 Wochen Let's Play-Videos, aber irgendwie bekomme ich keine Zuschauer. Könntest du vielleicht mal ein Video von mir liken oder sowas? Na ja, Entschuldigung, ja, es ist halt so. Das kommt ziemlich oft dann. Oder auch, vor allem die Betreffs sind manchmal auch relativ lustig. Leicht nervige PN oder sowas kommt dann so, ja, hey, ich weiß, das werden dich jetzt so viele fragen und es ist nervend, aber kannst du mal? Und dann geht's auch schon wieder los. Es ist einfach ein bisschen zu viel. Man kann sich normal unterhalten, ist kein Problem. Wenn es mal was anderes oder was Normales ist, dann ist die Chance auf eine Antwort auch sehr hoch. Ich meine, bei solchen Fragen oder Anfragen gebe ich zu, antworte ich nicht mehr in letzter Zeit. Es ist immer, man muss dir so vorstellen, du hast oder kriegst 10-mal am Tag die gleiche Frage, musst das jeden Tag beantworten. Immer 10-mal genau die gleiche Frage. Und dann habe ich jetzt gerade schon über die 14-Minuten-Grenze drüber gelabbelt. Ach komm, weißt du was, ich mache jetzt eine Doppelfolge draus. Lade das am besten in 2 Parts hoch. Und, ne, ein Part wird zu eng, sorry. Ich glaube, ein Part wird zu eng. Ich muss mal gucken, wir haben Montag wieder Part hochkommen, ne? Müsste Montag sein. Ich weiß nicht, ob es zeitlich für einen 20-Minuten-Part reicht. Ich lade einen 10er hoch und wenn es geht, dann noch einen 2. Okay, muss ich gucken. So. Sabbel ich halt noch ein kleines bisschen durch, passiert, wenn mich Stopper nicht im Auge hat, aber naja, okay, sind wir schon wieder bei Thema Postfach gelandet, das ist extrem lustig. Ich könnte jetzt ungelogen auf YouTube gehen und im Post oder und auf Posteingang klicken und hinter dem Posteingang würde eine Zahl stehen, die bei 1300 liegt.
Ohne Scheiß jetzt, könnte ich machen. Und naja, also es wird immer in der Regel ein bisschen viel, aber ich gucke halt Betreffs durch und je nach Betreff wird dann geguckt. Wie gesagt, vieles halt Wunsch-Tutorials. Ich habe nicht bestimmt 800 davon sind Wunsch-Tutorials. Ein paar andere, nee Quatsch, eigentlich müssen es alle Wunsch-Tutorials sein. Ich glaube, das sind alles Wunsch-Tutorial-PNs, aber ich würde sagen, sehr, sehr viele davon sind schon mal geschickt worden. Ich muss zugeben, jetzt ist ja das Wochenende rum und es kam, glaube ich, kein Tutorial. Ganz einfach, Samstag hatte ich nicht viel Zeit, da habe ich aber den Beat gemacht. Da wollte ich was Kreatives machen in Form eines Specials. Und dann jetzt, jetzt ist ja schon Sonntag, wo ich das jetzt Ganze hier drehe. Da habe ich, ich würde mal sagen, einen langen Drehtag vor mir. Einerseits wollte ich nochmal Luca anschreiben, also Concrafter Being Together muss ich jetzt auch noch drehen, nach den Let's Play-Folgen, die ich jetzt gerade aufnehme. Und dann muss ich noch mit dem Steffen, so heißt er, ihr kanntet ihn schon, der mal dabei war vor einiger Zeit, wollten wir Tibia Let's Play weiter drehen, und zwar jetzt, wo das Start-Tutorial rum ist. Wir machen mal jetzt weiter mit dem richtigen Spiel, so wie wir normal zocken würden, wo es dann vielleicht ein bisschen actionreicher ist. Also Tibia LP Folge 9, die könnte dann vielleicht interessanter sein als die vorherigen, weil das war wirklich nur Standard-Tutorial, wo es ein bisschen low war, so um es auszudrücken. Sollte, ich sag mal so, der Zuschauerfaktor oder der Spannendheitsgrad, Gespanntheitsgrad, der sollte deutlich höher liegen als bei den ersten 8 Parts, wenn man es so mal ausdrückt. Behaupte ich jetzt einfach mal so, ich hoffe es jedenfalls mal, vor allem ist irgendwann dabei, wir können so ein bisschen quasseln und dann, ja, mal gucken, eigentlich müsste es ganz okay sein. Dann, genau, Montag, wie gesagt, dann kommt der Part und dann muss ich halt mal schauen, wie es aussieht. Das müsste jetzt Folge 400, ach gut, ich habe ja durchgequasselt, gell? Ja, doch, es könnte sein, dass Montag noch ist, wenn ich beide schaffe. 399 müsste sein. Morgen müsste dann die 400er Folge kommen. Aber ich habe es ja in dem Beat Special Video in die Beschreibung reingeschrieben, was natürlich, glaube ich, kaum einer gelesen hat. Ich möchte nicht so wirklich Specials machen, die gezwungen sind. Also auf so und so viel Abonnenten abgestimmt, auf so und so viel Videoaufrufe abgestimmt, auf so und so viel Folgen LP abgestimmt, weil das sind dann gezwungene Specials. Und die gezwungene Specials sind, ich glaube, eher schlechtere Specials, als wenn du Specials machst, die so spontan gemacht sind, die aus Laune entstanden sind, weil du gerade Lust drauf hattest und weil du Spaß dran hattest. Dann sind die Specials, finde ich, eigentlich besser, wie als wenn sie so gezwungen wären. Ich meine, was glaubt ihr, wie es ausgesehen hätte, wenn ich jetzt einen gezwungenen Beat dann so gemacht hätte? Ja, hier ist Spark, muss mir hinsetzen, probier mal was hier, da, hier, muss jetzt sein, los, komm, morgen hast du die Folge, dann musst du das fertig haben. Das ist ein bisschen, naja, nicht so toll eigentlich immer. Und deshalb lieber was Kreatives, Spontanes, wo man Lust drauf hatte, als was Gezwungenes. Obwohl, ich muss zugeben, ich habe doch Lust, wieder ein bisschen weiter mit FL Studio rumzuprobieren. So ist es ja nicht. Mal gucken, vielleicht kommt die nächste Zeit nochmal irgendwann ein Beat oder so eine Art. Und ja, ich muss sagen, die Räusperer schneide ich jetzt gerade mal nicht raus. Ich bin kein professioneller Beatmacher oder sonst irgendwas. Ich habe es zum Schluss auch noch gecheckt, dass der Bass mit den, ich nenne es jetzt mal Akkorde, nicht so ganz übereingepasst hatte. Das lag daran, dass ich alles vorher so hatte, habe es im Nachhinein geändert und vergessen, den Bass auch zu ändern. Ist mir dann aber beim Anhören gar nicht mehr aufgefallen. Das heißt, es ist dann irgendwie so, naja, geschrieben. Und hätte ich im Nachhinein vielleicht noch korrigieren können, aber das Problem ist ja, ich kann das Projekt nicht mehr öffnen. Ich habe nur die Demo-Version, ich habe es zwar gespeichert, aber ich kann es nicht mehr öffnen. Ich habe nur die Demo-Version von FL Studio und kann da nicht viel modifizieren. Das heißt, ich muss das alles in einem Rutsch durchmachen, ohne abspeichern. Sondern einfach so, wie ich das gemacht habe, ja, von Anfang bis Ende, was ich zwei Minuten habe ich gebraucht. Aber jetzt geht's ja mal echt los. Ich habe gebraucht von, ich glaube, 16 Uhr bis 20 Uhr. 4 Stunden ungefähr. Dafür halt ein bisschen rumprobiert, was hört sich gut an, ja, so. Ja, ich hätte nicht den Standard-Kick nehmen sollen, aber ich habe es dann doch gemacht. Irgendwie, keine Ahnung, der war halt gerade da, ich wollte ein bisschen ausprobieren. Sogar, das war einfach nur so, just for fun, wollte ich gerade einfach so mal ausprobieren. Ja, wie könntest du denn das mal machen? Das Problem ist nämlich immer, einen vernünftigen Rhythmus hinzukriegen mit, wie nennt man das, was ist es denn? Es ist ja einfach nur mit Drums, sag ich mal so mit den Drums. Einfach vernünftigen, naja, so ein vernünftiges Schlagzeug, in Anführungszeichen. Um es so auszudrücken, ich weiß, ich bin kein Musiker, will ich auch, naja, das ist einfach nur vom Hören. Und da habe ich einfach einen Standard-Kick genommen und habe mal probiert, wie es sich dann, oder ich habe so eine kurze Vorstellung gehabt, ja, kriegst du es irgendwie so hin, dass es sich so anhört. Habe ich dann noch hingekriegt. Und dann so, nicht schlecht.
probierst halt mal was aus, habe ich kurz eine Melodie gebastelt, hört sich nicht schlecht an, weißt du was, du machst einfach mal ein Beat draus. Und dann ist ein Party am Ende noch ein Standard übrig gehabt. Ich habe mich auf jeden Fall nicht, ich habe mich nicht mal dran gesetzt mit der Intention, du machst jetzt ein Lied, sondern der ist dann mehr oder weniger einfach so entstanden. Und bevor ich jetzt noch weiter mich komplett durchquasse, muss ich doch mal die Aufnahme beenden. Es waren jetzt zwei LP-Folgen, guck mal, ob ich sie genau auf 10 Minuten schneiden kann, also in der Art mal ein bisschen mehr als 10 Minuten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten LP-Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat oder interessant war, dann würde ich mich wie immer über eine Bewertung freuen, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Aber mir ist aufgefallen, ohne Witz, dass die Bewertungen dann deutlich höher sind. Es bringt einfach irgendwas, wenn ich es mal erwähne. Es ist eine Erinnerung, keine Pflicht. Nein, wenn ihr nicht wollt, sagt nö und macht jetzt einfach X vom Video. Ne? Egal. So, wie gesagt, würde mich freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten LP-Folge. Es wird dann die Folge 400 sein. Die Folge 400 nicht special. Und dann sehen wir uns. Tschüss.